herzlich willkommen zu diesem Szenario hier auf Köln-Aachen von der Baureihe 103 in diesem Paradiesvogelgewand. Wunderschön als DB Touristikzug mit den entsprechenden Wagen auch. Unser Ziel ist heute Köln Hauptbahnhof, kleine Sonderfahrt, die wir heute haben. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal gleich ein. Gucken uns einmal noch hier um. Hier vorne haben wir noch Mindlinge. Eine 110 steht hier auch noch. Szenario ist von, und Repaints ist auch von dem User Cloven aus dem Creators Club. Link dazu ist in der Videobeschreibung zum Szenario. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Rüsten einmal auf. Und gucken uns das Repaint gleich in Ruhe einmal an. So. Einmal hier auf Halten. PZB hätte ich gerne. Instrumentenbeleuchtung wäre nicht schlecht. So, einmal hier die Anzeigen erhöhen. Dann einmal nach hinten gedreht die Fahrplanleuchte auch noch gerne an, beziehungsweise die Instrumentenbeleuchtung. Hier ist die Lokführerpultbeleuchtung. Können wir uns aber auch ein bisschen hier runter dimmen. So. Ja, ne? Gucken wir uns einmal das Repaint hier an. Ist noch gerade ein bisschen dunkel, weil wir hier in der Bahnhofshalle drin sind. Also wunderschön hier diese Baureihe 103-220-0. Also ob sie schön ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie ist halt auf jeden Fall einer der besondersten Lackierungen, die die 103 hatte im Laufe ihrer Geschichte hier von DB Touristik. Türen können wir jetzt auch mittlerweile schließen. Genau, Türen sind zu. Und unser Ziel ist heute Köln Hauptbahnhof. Ich höre, sehr schön. Noch eine 110, die gerade einfährt. Dann würde ich sagen, Lokbremse lösen. Und Leistung aufschalten. Ausfahrt mit 40. Ja, also sowohl Szenario als auch Lackierungen sind von dem gleichen User aus dem Creators Club. Wir befreien uns. So, Lüfter gehen an. Und wir fahren jetzt mit 40 km/h aus Aachen Hauptbahnhof. Sind jetzt gleich erreicht. Haben wir jetzt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall eine sehr besondere Zuggarnitur hier. Und das Repaint ist sowohl für die erste Klasse Wagen, die wir hier haben, als auch für die zweite Klasse Wagen. Also wirklich auch, ja, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Ne? Das erstellt man nicht einfach mal so von jetzt auf gleich. Wird schon ein paar Stündchen gedauert haben. So. Leicht bergab. So, und wir dürfen jetzt 100 km/h fahren. Ordentlich jetzt mal Leistung aufschalten, damit wir auf Geschwindigkeit kommen.
ja, einer der interessantesten Züge auf jeden Fall, die meiner Meinung nach jemals auf deutschen Schienen rumgefahren sind. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch so an KI-Verkehr uns entgegenkommt. So, 100 km/h sind jetzt gleich erreicht. Also Leistung ein bisschen zurück. 120 dürfen wir jetzt gleich fahren. Ja, unsere heutige Fahrt beginnt hier vorne in Aachen und führt uns einmal über die gesamte Strecke bis nach Köln Hauptbahnhof. Hier vorne, oh, hier ist auch schon ordentlich was abgestellt. So, spoilern wir uns mal nicht zu sehr. Hier sind es 140. Also lassen wir direkt Leistung aufgeschaltet. Wir sehen auch hier, wie der Oberstrom hochgeht, wenn wir Leistung aufschalten. Also der Oberstrom in Ampere. So, 140 sind jetzt gleich erreicht. Was jetzt der Fall ist, also Leistung runternehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir gleich dann auch ordentlich mal hoch können mit der Geschwindigkeit. Wenn wir LZB geführt sind. So, vorbei an den einzigen Tunneln hier auf dieser Strecke. Ja, die Lackierung, beziehungsweise die Lok war dann auch bekannt als bunter ba Paradiesvogel. Und ich glaube, man sieht auch warum. Herrlich, herrlich, herrlich. Das macht schon Spaß in der Lok. So, einmal Leistung komplett runternehmen. Wir sind ein bisschen zu schnell. Nehmen wir mal hier die dynamische Bremse ein bisschen. Einmal ganz kurz reingebremst. So, und das reicht auch schon. Oh. Was haben wir denn nicht bestätigt? War das ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt? Tja, wäre ja irgendwie atypisch, wenn wir keine Zwangsbremsung bekämen zwischendurch. Bremse löst sich. So, dann können wir jetzt gleich Leistung aufschalten. Gehen schon mal die erste Fahrstufe rein. So, und die nächsten. Ja, kleiner ungeplanter Halt.
vorbei an. Das ist nicht Düren, sondern das ist Stolberg. So, Ankündigung auf 110. Die Perspektive mal von oben. Also was schön wäre, wäre halt, wenn hier in Stolberg ein bisschen mehr an ja, Rollmaterial abgestellt werden würde. Also jetzt nicht in dem Szenario, da geht das sowieso nicht wirklich. Aber ich meine im Fahrplan. Das sieht schon schön aus, ne? Also, auf jeden Fall einer der besondersten Züge, die wir bisher gefahren sind, zusammen, würde ich mal sagen. Ja. Sowieso die 130er eh immer besonders, aber jetzt hier in dieser Lackierung ist das ja eh nochmal, ist das ja sowieso dann nochmal besonders special. Ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und da kommt eine 101. Ja. Interessanter Wagenpark. So, wir sind auf jeden Fall zu schnell. Ach, hier sind ja noch mehr Tunnel. Dann revidiere ich meine Aussage von vorhin, als ich sagte, dass das die einzigen beiden Tunnel waren. Hier ist ja noch einer. So, das ist aber, glaube ich, der letzte jetzt vor Köln. So. Also ich nutze hier am liebsten die dynamische Bremse, um diese ja, kleineren Geschwindigkeitsbereiche zu regeln. Mal immer so kurz reingebremst. Okay, ab hier dürfen wir dann eh 160 fahren. Wenn der ganze Zug dran vorbei ist. Das heißt also, jo, jetzt so ungefähr. Uns mal hier die zweite Klasse Wagen auch angucken. Nämlich hier. Auch sehr schön. Ja, herrlich. Also ich mag auch die Intercity-Wagen in den höheren Geschwindigkeitsbereichen. Da klingen die wirklich einfach toll. So, 160 sind freigegeben. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Trafo-Umschaltung, um mal hier ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen. Natürlich nur recht kurz zu benutzen. Ansonsten könnten gewisse Überhitzungen
resultieren, wenn man die Trafo-Umschaltung für zu lange nutzt, also maximal für 2-3 Minuten. Länger sollte man sie nicht nutzen. So, 160 sind erreicht. Sogar schon 161. Und jetzt können wir die Leistung wieder rausnehmen. Ein bisschen rollen lassen. Schauen, dass wir jetzt nicht unnötig langsam werden. Ich finde es einfach toll, dass die 103 im Grunde, also irgendjemand hat sich mal gedacht, wie wäre es, wenn wir da einfach mal so eine Art Turbo-Funktion einbauen. Und dann kam irgendjemand mit der Idee, ja, dann bauen wir mal hier die Trafo-Umschaltung ein. Finde ich toll. Jetzt wird es hier gerade komischerweise etwas dunkler. Einmal vorbei hier an. Langer Weg. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn hier noch die Instrumentenbeleuchtung ein bisschen heller wäre. Und auch hier in dem Bereich ist die Instrumentenbeleuchtung meines Erachtens ein wenig zu dunkel. Und die Leuchtmelder haben halt irgendwie eine etwas schwammige Textur. Generell im Führerstand sind ein paar etwas schlecht aufgelöste Texturen verbaut. Das fände ich noch ganz schön, wenn da vielleicht die Texturen irgendwann noch etwas schöner werden. So, schauen wir mal, wo wir sind. Also ich weiß, dass wir hier in Düren... Genau, hier werden wir über eine Weiche geleitet, über die wir, glaube ich, eigentlich nur mit 80 fahren sollten. Meine ich. Dementsprechend müssten wir eigentlich ein bisschen mit der Geschwindigkeit runtergehen, obwohl uns das nicht signalisiert wird. Ich glaube zumindest, dass das hier in Düren sein wird. Also statt hier geradeaus zu fahren, fahren wir dann nach rechts. Müssen wir mal schauen. Lassen wir jetzt erstmal einfach nur rollen. Und danach irgendwann müsste eigentlich die LZB da noch anspringen. Da noch ein kleiner See. Fluss. Hier noch ein paar Fußballfelder, Leichtathletikbahn. So, Vorsignal ist grün. Ja, ich gehe jetzt mal mit der Geschwindigkeit sicherheitshalber runter. So, 2 Bar, das reicht. Okay, der Gefahrenleuchtmelder ist an. Weil uns 80 vorsignalisiert wird. Ja, ach so, ja, gut. Dann. Gehen wir jetzt auch mal runter auf 80. Ja, da ist auch die PZB. Das Vorsignal müssen wir natürlich nicht bestätigen, weil wir jetzt in der LZB schon sind. So, das passt auch ganz gut mit dem Bremsverhalten. 80 sind erreicht, Bremse hat sich mittlerweile gelöst.
können wir ein, zwei Fahrstufen aufschalten. So, das müssen wir jetzt natürlich nicht mehr bestätigen, weil wir in RLZB sind. Ankündigung auf 100. Und in 250 Metern gelten dann auch die 80. Eben der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt gleich über eine Weiche fahren. Hier noch eine 110. Mit Schüttgutwagen. Einmal hier über diese Weiche, unnötigerweise. Hier noch eine 423. Und 100 sind schon freigegeben. Wir fahren erst 100 hinter der Weiche. So. Dann merke ich die... Ja, hinten leuchtet zweimal rot. So, jetzt können wir Leistung aufschalten. Schön, ne? Wie sich hier unser Zug einmal so entlang schlängelt. Ja. Dann dürfen wir 200 fahren. Also Leistung voll rein. Und gleich nehmen wir dann auch die Trafo-Umschaltung zur Hilfe. Würde ich sagen, machen wir dann ab 140 km/h. Was hier ein bisschen schade ist, ist die Tatsache, dass hier jetzt eigentlich eine Entfernung drin stehen müsste, weil ich jetzt ansonsten davon ausgehen müsste, dass in 4 Kilometern 160 gilt, aber... glaube ich, eigentlich nicht der Fall. So, 140 sind erreicht. Dann einmal zack. Trafo-Umschaltung rein. Wir hätten auch eigentlich die SIFA anmachen können heute, ne? Naja. So, 175. Gleich haben wir 180. Ich kann auch natürlich ein Fenster hier aufmachen. So. 190. Und 200 sind erreicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal hier die Leistung auch runter entsprechend. So. Ah, da vorne sehr schön. 423 fährt hier rum nach Düren. Sehr toll. In Einfachtraktion, interessant. 200 km/h. Gerade ein bisschen bergab, also brauchen wir auch nicht so viel Leistung.
Ja, herrlich, herrlich. So, mehr Leistung. Und da kommt eine 110. Wie weit ist der Sander? Toll. Okay, also die Kamera bewegt sich anscheinend mit so 210, 220 km/h, kann das sein? Denn wir fahren ja gerade 200. Na. Ich würde gerne die Lok vorne erreichen. Ah, ist das ärgerlich. So. Noch. Dann nicht. Dämliche Bäume. Ja, wir können auch hier die Sonnenblende bedienen. Das Licht können wir natürlich anmachen. Und eine kleine Parallelfahrt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mal gucken. So. 4,23 hier. Gut, Parallelfahrt. Nicht wirklich, der hält jetzt hier. Also was mir am Szenario etwas besser gefallen würde, ein kleines Feedback an dieser Stelle, wäre, wenn die 4,23er in doppelter oder Dreifachtraktion, also als Vollzug oder als Langzug hier rumfahren würden und nicht als Kurzzug, denn ich glaube, das tun sie normalerweise nicht. Zumindest nicht um diese Uhrzeit. So, hier ein kleines Landmark, diese sehr hohe Brücke. An der kann man schon erkennen, dass Köln Hauptbahnhof nicht mehr allzu weit entfernt sein wird. Und da kommt uns eine 103, glaube ich, entgegen. Mit Interregius und... Ja, sind die Wagen mal wieder nicht ganz aufgeploppt. Ich weiß nicht so genau, womit das zusammenhängt. Vielleicht ist das irgendwie der eigene Arbeitsspeicher. Ich weiß es nicht. So. Leistung ein bisschen runternehmen. Ja, stabile 45 PS, FPS, nicht PS. Ah, sehr schön. Da war jetzt noch mal ein Langzug, ein Vollzug.
Also landschaftlich ist die Strecke halt irgendwie nichts, ne? Ist halt ziemlich langweilig. Wie die meisten Strecken im Rhein-Ruhr-Gebiet, ehrlich gesagt. Da hoffe ich eher, dass die nächsten Strecken eher sowas werden, wie halt eben die linke Rheinstrecke oder so, dass man ein bisschen auch was sieht von der Landschaft und nicht nur so Flachland. Von daher kann ich auch sehr gut auf was Norddeutsches verzichten, auch das ist ja eher so meines Erachtens nicht allzu spannend. Also wenn ich jetzt mal an Hamburg-Lübeck denke, da muss man schon aufpassen, nicht einzuschlafen. Da ist noch der Hamburger Hauptbahnhof das Spannendste. So, in 3 Kilometern müssen wir übrigens 160 fahren. In 7 sind wir in Köln. Gefahrenleuchtmelder das an. Daher nehme ich jetzt mal die Leistung zurück. Und nehme jetzt mal hier die dynamische Bremse und gucke mal, dass die uns hier mal runterbremst. Und vielleicht nehmen wir doch ein bisschen was an Zugbremse mit rein. Wobei es geht eigentlich. Ja, passt. Jawohl, 161 haben wir lassen ausrollen. 160 gelten ab hier. Hervorragend. Ankündigung auf 70 in 2 Kilometern. Dann nehmen wir auch hier wieder schon mal die die dynamische Bremse voll rein. Ein bisschen Zugbremse ist aber, glaube ich, auch nicht so schlecht. So. Genau, Zugbremse ist schon wieder gelöst. Den Rest gucken wir, dass wir das mit der dynamischen Bremse machen. Aber das passt eigentlich ganz gut gerade von der Bremskurve her. Das ist die Ankündigung auf 70. Haben noch rund einen Kilometer. Ja, in den niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen funktioniert die dynamische Bremse natürlich nicht mehr ganz so gut. So. Jawohl. 71 sind erreicht. Alle Bremsen sind auch schon gelöst. So muss das. Ja, dann müsste gleich die. Genau. PZB-Ende aufleuchten. Das tut es auch jetzt. Das bestätigen wir einmal mit PZB-Ende. Und dann sind wir gleich auch wieder LZB-Ende so. Und dann sind wir jetzt gleich auch PZB geführt. Kleiner Versprecher. Da noch ein Flugzeug. Schade, dass die Flugzeuge nach Köln-Aachen nie so richtig wieder irgendwo aufgetaucht sind, ne? Runter auf 60. Auch das machen wir mit der dynamischen Bremse, soweit es geht, verschleißfrei. So, noch sind wir LZB geführt, also müssen wir das nicht bestätigen. Jawohl, das passt auch. Da vorne die Silhouette von Köln Hauptbahnhof, vom Kölner Dom. Bergab, also schon mal nochmal die dynamische Bremse rein. Ankündigung auf 40.
Na, jetzt sind wir ein bisschen arg langsam. Das bestätigen wir jetzt. Jawohl. Dann gehen wir hoch auf 40. Und da vorne Köln Hauptbahnhof. Da ist auch ordentlich was an Rollmaterial im Bahnhof. So, ab hier gelten die 40. Und einmal rüber. IC1 hier vorne. Eine 101 da links. So. Wir pfeifen einmal. Und sagen, dass wir da sind. Und wir halten da vorne am Signal. Ich würde sagen, das passt so. Und einmal bremsen, ordentlich anziehen. Leicht auslösen. Und sehr gut. Türen auf. Und da sind wir nun in Köln Hauptbahnhof. Ja, da steigen unsere Fahrgäste aus. Was haben wir hier? Noch eine 628. Sehr schön. Gut, gut. Was mit dem hier? Der hat 274 Minuten Verspätung. Ja dann. Wenn das so ist, dann kann ich auch nicht mehr. Kann ich auch nicht helfen. Das ist ein schönes Foto hier. Das ist doch mal ein Bild. Gut, mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.